Die Räumlichkeiten sind nicht sehr groß. Wir haben eine Küche gebraucht, deswegen haben wir es heute ein bisschen aufgeteilt. Das ist der kleine, ich sage mal eher familiäre Event. Später dann, wenn wir hier fertig sind und hier nochmal aufgeräumt ist, gibt es nochmal ein Event für die Presse. Die müssen hart arbeiten für ihr Essen, die müssen es nämlich selber kochen. Ne? Das heißt also, heute haben sie es ein bisschen einfacher. Heute ist einfach nur bei uns zuschauen, wer probieren möchte. Wir haben auch Kochschürzen dabei. Wir bringen ein bisschen was von der türkischen Küche hier mit zum Probieren, aber wir sind der Überzeugung, es schmeckt halt immer am besten, wo es auch wirklich herkommt. Deswegen will ich mich auch ganz herzlich bei Herrn Göktaş bedanken, Präsident des türkischen Reisebüroverbands hier in der Schweiz, weil er sich bereit erklärt hat, uns zwei Tickets in die Türkei hin und zurück heute zu spenden, zu sponsern. Ja,